Achso, ich habe auch nicht Science Here und Now aufgehabt, oder? Kasper. Aber gut, er hätte es mir angezeigt, wenn was gewesen wäre. Wir lassen es mal noch die letzten paar Meter offen. Vielleicht haben wir noch mal Glück und können noch einen EVA-Report abgreifen. Und wenn nicht, dann halt nicht. So. Du, 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 du. 200 Meter. Jetzt sollten wir langsam auch mit dem Körbel bremsen. Denn auch wenn der nicht so viele Wissenschaftsdaten mit dabei hat, ist der Theo bestimmt sauer, wenn ich ihn kaputt mache. Und ich habe gehört, so ein Körbel, der durch ein Raumschiff schlägt, ist auch immer sehr unangenehm für den Rest der Besatzung und vor allen Dingen natürlich auch für unsere Touristen, die da drin sitzen. So. Tütüt. Pock angeklopft. Er ist da. Und jetzt an die Ladeluke und Rinder. Sehr schön. Dann haben wir die erstmal alle wieder an Bord und dann können wir unseren Rückflug planen. Ich gucke gleich mal nach, wenn ich drin bin, wie viel Vorräte wir noch haben. So, alle sind wieder an Bord. Der Luis ist da, der Ladengu ist da und der Theo ist da und unsere zwei Touristen. Ein Tourist, eine Touristin, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sind auch nicht heimlich stiften gegangen. Wir haben noch 53 Tage Supplies und knapp 86 Tage Habitation. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt planen wir mal unseren Abflug in Richtung Körben. Wir haben noch 729 Delta V. Auch das sollte eigentlich reichen für das, was wir vorhaben. Aber es wird wahrscheinlich auf eine Aerobrake hinauslaufen. Das war die Richtung, ne? So. Zack. Alles klar. Da so ungefähr. Add Manöver. Und wir wollen dann einmal Richtung Körben zurück, bitte. Zack. Das sind schon mal knappe 50 Delta V in einer Stunde und 5. Da hätte ich jetzt mal gesagt, wir machen einfach mal ein ganz klassisches Warp-to-Next-Manöver. So, jetzt brauchen wir das Manöver. Und los geht's. So, Heimweg ist gestartet. Den Satelliten gucke ich mir gleich noch an. Wir haben ja jetzt den Transfer, ob der jetzt wieder funktioniert. Aber ich habe so meine Befürchtung, dass ich den einfach aus Versehen aufgebraucht habe. So. Gut, das ist durch. Antrieb ist aus. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding hier. Irgendwie noch was Produktives tun kann. Ja, genau. Wir machen mal nochmal die Animation vom Ausklappen. Yay. Riesige Unnütze. Ach, jetzt ist es eil. Guckt mal. Collect Radio Data. Macht aber trotzdem nichts. Oder es dauert. Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht so genau sagen. Eine Funkverbindung hatte. Wir werden es sehen. Also entweder dauert das einfach echt lange. Hat schon mal jemand mit dem Ding gearbeitet oder ich habe es kaputt gemacht. Deploy Dish, es ist ja deployed. Stop Transmitting. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es einfach durch dieses frühzeitige Ausfahren, dass es als Antenne missbraucht hat, kaputt gegangen. Wir wissen es nicht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert es nicht mehr so, wie ich es mir denke oder wie ich denken würde, dass es funktioniert. Das müssen wir mal nochmal in Ruhe ausprobieren. Und nein, ich fahre weder ein Motorrad noch bin ich mal ein Motorrad gefahren. Ich bewege nur Fahrzeuge mit vier Rädern. Switch to. Und wir kümmern uns jetzt mal darum, unsere Minmus-Crew in einem Stück nach Hause zu bringen, inklusive der Touristin.
Genau, die müssen wir nur noch recovern. Das hier war jetzt natürlich nicht so prall. Space Camp läuft noch. Das Rest ist Duna. Okay. Na gut, wir haben ja das eine Ding hatten wir erledigt. Mit der Science Data. Und jetzt holen wir noch die Touristin zurück. Ja, über Science auslösen. Das Problem mit dem Auslösen ist halt, ich kann es scheinbar nicht mehr auslösen, weil ich habe diese lustige Antenne scheinbar bei einer Funkübertragung aus Versehen um Kerbin schon aktiviert. Siehe letzte Folge. So viele Dinge auf einmal. Alex, danke für dein Abo und was war das jetzt gerade? Waren das jetzt die Daten von diesem blöden... Wow, 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 wow. Was ist mit meinem Strom los? Ah, ah. Irgendwas ist sehr dunkel gerade. Und hier habe ich natürlich keine Fuel Cell dran, ne? Ah, nicht gut. Kurz nachdenken. Kurz nachdenken. Ich glaube, wir machen mal die Habitation kurz aus. Ist das eine gute Idee? Die fallen ja dann nur runter auf... Oh Gott, werden die dann... Das ist jetzt der Knopfdruck, der über eine Rettungsmission entscheidet. Sechs Tage. Trary Kerman ist schon durch. Ne, mir geht's nicht um Strom. Mir geht's um Habitation. Und Strom ist mein Problem eher, dass... wenn mir der Strom ausgeht, ich das Raumschiff nicht mehr steuern kann. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Vögel da. So, wir sparen jetzt mal Strom, wo es geht. Wir haben ja hier ein bisschen, das müssen wir jetzt im Auge behalten, bisschen Puffer. Was das angeht. Sobald wir wieder aus der Sonnenfinsternis raus sind... Hoffentlich bald der Fall ist. Ist es noch nicht, aber gut. Wir laden uns jetzt gerade über die Batterie aus diesem lustigen Tank auf, aus diesem, in dem kleinen Container, wo die Touristin drin sitzt. Dort ist ein kleiner Generator drin und ich hoffe, dass wir jetzt gleich wieder... Jetzt sieht's gut aus. Ich glaube, wir können die Habitation wieder einschalten. Jawohl. Okay, alles wieder gut. Alles wieder gut. Ich hoffe, die Touristin hat es nicht geresettet durch sowas. Nee. Das war ein bisschen risikoreich. So, genau. Ohne Steuern ist halt auch schwierig, nach Kerbin zurückzukommen. Deshalb wollte ich jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir es nicht riskieren, ohne Strom hier lang zu gehen. So, jetzt aber auch schon mal Erfahrungswert gemacht. In einem relativ ungefährlichen Szenario, wenn man die Habitation abschaltet, fallen die schon ziemlich weit zurück. Und ich habe so das dumme Gefühl... Da sollte man vielleicht in Zukunft immer darauf achten, dass irgendwo ein Probe Core verbaut ist mit einer Funkverbindung. Dass wenn sowas passiert, dass wir dann ohne einen Kerbel oder einen Probe Core nicht mehr die Module einschalten können. So, jetzt gucken wir mal, was mit unserem Treibstoff, den wir noch haben, machbar ist. Also wir haben noch 684 Delta V. Damit müssten wir eigentlich locker flockig eine Aerobrake einleiten können. Und wahrscheinlich können wir sogar noch abbremsen vorher. Schauen wir mal. Oh, da kommen wir schon ganz steil rein, ne? Ich würde sagen, wir machen den mal so auf 70 runter. Und werden aber vorher noch bremsen, um uns in die Atmosphäre reinzuholen. Ah. So an die 70 ran. Jawohl. Sehr schön. Gut, also das sind 203 Delta V. Dann haben wir noch 481 übrig. Sollte klappen. Sollte klappen. Gut, Note ist auch in 2 Sekunden. Das heißt, wir geben jetzt mal Gas. Und fliegen das Manöver. Und der wichtige Part ist dann natürlich, dass wir vor der Atmosphäre eine Bremsung hinlegen, damit wir nicht ganz so heiß reingehen. Sonst zerreißt es uns wahrscheinlich.
vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, wer hat da 167 Meter vor der Atmosphäre gebremst? Ich hab da 167 Meter vor der... Na gut, zugegebenermaßen war es Luis. Gut. Zack, erledigt. Sehr schön. Dann haben wir als nächstes... Ja, es geht auch, einen direkten Eintritt zu machen. Da bin ich mir... Oder was meint... Oder meint jetzt das Einschalten? Also ich glaube, man kann auch aus der Höhe mit dem Hitzeschild einen Eintritt machen. Wo ich mir noch... Ah, was mir gerade mal so einfällt. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Außer jetzt nichts. Wie genau wollte ich denn unsere Touristin wieder nach Hause bringen? Ohne einen Sitzplatz. Habe ich das erläutert, als ich meine Mission gestartet habe? Was ich mir dabei so gedacht habe? Was ist hier vorne dran? Ein Klempotron Dockingport Junior. Alles klar. Gut. Was heißt das? Das heißt, wir brauchen eine Landekapsel für die Touristin, damit wir die abholen können. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Jetzt machen wir erstmal eine Sache nach der anderen, nämlich erstmal bremsen wir uns in den Kerbin Orbit zurück, weil in dem Orbit brauche ich jetzt eh nicht anfangen, Rettungsmissionen zu starten. Das dauert zu lange. Wir haben 50 Tage Zeit, was die Supplies angeht. Also wir haben da großzügig gerechnet. Und wenn ich jetzt die restlichen Delta-V nutze, um uns runter zu bremsen, Orbit-mäßig, dann sollten wir auch ganz gut dastehen. Dann sollten wir auch ganz gut dastehen, was das ganze Thema angeht. Oh, Detektor-Readings. Also der Detektor scheint zu arbeiten. So, jetzt müssen wir nochmal aufpassen, wie wir das machen. Ich kann natürlich auch ohne Stagen runtergehen. Aber das ist mir ein bisschen zu gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Ich will die Touristin nicht umbringen, eigentlich. Eigentlich. Aber wir hätten natürlich auch noch die Space Station, ne? Das wäre natürlich heroisch. Auf welcher Höhe fliegt die? Auf 124. Wir haben Monoprop. Ich guck mal. Wir gucken jetzt erstmal, wie viel Delta V wir bräuchten, um uns in einen halbwegs akzeptablen Orbit runterzubremsen. Ah, es wird ja schon. Okay. Wenn wir das Ganze jetzt kombinieren mit... es ein bisschen eher machen. Dann könnten wir auch noch eine Aerobreak provozieren. Dann wiederum auf der Apoapsis, die dann noch mal ein bisschen niedriger sein wird als die angepeilten. Weiß ich nicht. Jetzt eine knappe Million, dann halt ein bisschen weniger. Können wir uns mit dem RCS wieder hochschummeln nach und nach und gehen die einfach an der Raumstation erstmal abliefern und nehmen die dann von da aus mit nach Hause. Was haltet ihr davon? Na, mal gucken. Wir machen jetzt erstmal dieses Manöver, um auf jeden Fall... wir haben hier auch RCS-Düsen. Das gucke ich mir auch mal vorher. Ja, haben wir. Okay. Das heißt, erstmal ans Manöver ran. Wir haben 28,8 Sekunden Delta-V zur Verfügung. Also Brennzeit zur Verfügung, das heißt mehr als 28,8 Sekunden braucht man nicht. Und nein, diese Solarpaneele sind nicht einklappbar. Das ist jetzt natürlich ein bisschen riskant, ne? Auf der Höhe müssten sie aber eigentlich durchhalten.
fliegt da unten? Keine Ahnung. Irgendein Weltraumschrott. Irgendein Weltraumschrott. Gut. Ich würde sagen, wir bremsen hier mal. Damit wir auf jeden Fall schon mal näher dran sind. So. Peri 65 ist noch unkritisch. Sieht doch alles gut aus. Ich mache mir da gar nicht so viele Sorgen. Okay. 50. Jetzt schauen wir mal. Und dann gehen wir hoch für 36 Minuten. Mhm. Map weg. Gut, dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt durchtauchen. Ich halte uns mal retro so lange. So. Also eigentlich gibt es ja jetzt nur ein paar Varianten, was passieren kann. Hm. Der absolute Worst Case ist, wir geben die Touristin auf. Machen wir uns zwar nicht besonders beliebt mit, aber es ist dann halt so. Ich glaube aber eher, wir werden jetzt relativ gut durchtauchen, dabei unsere Apo noch ein bisschen absenken. Die einzige Frage, die mir jetzt so ein bisschen ins Gesicht geschrieben steht gerade, ist, ob es unsere Panels überleben werden. Das gucken wir uns gleich mal an. Denn wir gehen doch relativ weit rein bei der ganzen Geschichte. Oh, es wird schon ein bisschen warm, ne? Wird schon ein bisschen warm. 53. Probieren wir mit Rotation ein wenig zu kühlen. Funktioniert. Hat auch schon mal besser funktioniert. Mal gucken, ob wir sie... ob wir sie runtergekühlt bekommen. Die Paneele. Komm schon. Halt durch. Bist gleich wieder am Steigen. Es wird knapp, was die Solarpanels angeht. Jetzt gehen wir wieder rauf. So, das Ganze hat uns runtergebracht auf 900 und ein bisschen bisher. Kiste. Ganz knappe Kiste. Also für die Solarpaneele. Ein bisschen Glück kriegen wir sie durch. Immer schön gleichmäßig. Das ist wie eine Bratwurst auf dem Grill. Immer von allen Seiten warm machen. Damit die nicht irgendwo aufplatzt. Aber ich glaube, wir hätten keine 100 Meter, 200 Meter tiefer gedürft. Ja, vielleicht 500, vielleicht übertreibe ich ein bisschen. Aber viel tiefer hätten wir nicht reingedürft. Dann hätte es uns die Paneele abgerissen. So, und der Stunt hat uns runtergebracht auf jetzt schon 870. Und ich glaube, wir sind safe, was die Panels angeht. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Ich muss doch irgendwas dazu gesagt haben. Okay, Vorschlag ist jetzt, wir lassen die jetzt, sobald wir aus der Atmosphäre raus sind... lassen wir die Fraggles hier ihre Runde drehen. Kerbin Space Center ist momentan hier. Wir gehen runter, bauen eine kleine Rakete, jagen die in den niedrigen Orbit. Also beziehungsweise ich werde auf der Apoapsis die anheben. Auf 70 mit RCS dann noch. Damit wir die abfangen können, also dass die nicht nochmal durch die Atmosphäre gehen. Und dann schicke ich eine kleine Rettungsrakete im weitesten Sinne mit, weiß ich nicht, naja, einem Dockingport vor allen Dingen und jemandem, einem Probe Core oder so, wo ein Sitz drauf ist, dass wir die andocken können und dann unsere Touristin retten. Und die drei können ja mit ihrer Kapsel runtergehen. Das ist der Plan, das geht nämlich relativ schnell. So, Space Center, machen wir das doch mal flicken. Kriegen wir alles hin.
Ist schlimm, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man gerade Fix oder Flink sagen will. Flix ist irgendwie kein Wort, außer es geht um Busse. Ist schon wieder Hochwasser am Spaceport. So. Beim Start wurde ich gefragt, ob ich einen Passagier mitnehmen will. Nee, das war gar nicht so spontan. Ich hatte ja diese Box da unten extra angebaut wegen Passagiere mitnehmen. Aber irgendwie habe ich es nicht zu 100% zu Ende gedacht. Haben wir irgendwas Orbitalrettungsmäßiges, was nicht total übertrieben ist? Was ist denn die Orbitalrocket gewesen? Ja, komm, wir bauen schnell was, das geht flink. Also, zack, es kommt ein Parachute drauf. Es kommt ein. Wie heißen die Dinger nochmal? Payload-Dingsbums drauf. So eins hier. Da kommt eine Batterie und ein Probe-Core rein, damit wir das Ding steuern können. Und wir nehmen den guten Probe-Core, also den hier. Schwupp. Und wir nehmen ein kleines Kontrollgerät mit, damit wir das Ding auch drehen können. So, das reicht uns schon. Dann kommt eine Batterie drunter, damit das ein bisschen durchhält und zwei ganz kleine Solarpaneele. Einfach nur, damit wir lang genug durchhalten. Ach Mist, ich krieg die gar nicht rüber transferiert, wenn ich da oben nicht Platz mache. Das heißt, wir nehmen seitliche Parachutes. Wir müssen ja docken können mit der ganzen Geschichte. Also zwei seitliche Parachutes und obendrauf machen wir fürs Coupling einen Klemp-O-Tron Docking Port Junior drauf. So, dann kommt ein Heat Shield dran, damit wir für den Wiedereintritt schaffen und einen Decoupler, damit wir den ganzen Kram auch zurücklassen können. Dann kommt eine völlig übertriebene Orbitalrakete ran. Zack, zack, zack. Und dann müssen wir in Carbon Atmospheric, alles gut. So, also Carbon Non-Atmospheric, will ich damit sagen. Das ist eigentlich auch schon zu viel des Guten, aber machen das jetzt einfach mal so. Schwupp. So, damit haben wir genug Delta V schon mal. 3,8 und jetzt brauchen wir noch eine Stage, die uns ein Stück nach oben bringt und dann sind wir auch schon fertig. Also, alles ganz easy peasy. Also ich hatte gerade geguckt, das Ding war kein Construction Port. Könnt ihr mir das nochmal bestätigen? Ihr könnt ja wahrscheinlich auch ein bisschen zurückscrollen. Das war ein normaler Dingsbums Junior. So, warte mal. Ich kann aber in meinem Gebauten nachgucken. Orbital Rescue. Zack. Ja, den Körbel werfe ich gleich raus. Das hier war ja gerade der Minmus-Lander, mit dem wir unterwegs waren. Schwuppdiwupp. Und das hier ist ein Klemputron Docking Port Junior. Ist also alles gut. Alles ist super. Orbital Rescue. So. Sehr schön. Dann kommt hier nochmal ein. Eigentlich irgendwie sowas. Zack. Zack. Mit einem Swivel, damit das Ding halbwegs fliegen kann. Das hat jetzt Atmospheric natürlich nicht besonders viel Delta V, deshalb bauen wir uns da 5,7 Booster ran. Einfach nur, um auf die entsprechende Delta V zu kommen. Für den Anfang. Und dann soll es das eigentlich gewesen sein. So, haben wir hier Dings, dann können wir hier den Thrust Limiter ein bisschen reinhauen, dass wir auf 1, wir haben es eilig, 1,7 kommen. Dann sind wir bei 1,01, wenn wir auf die andere Stage gehen. Das heißt, wir können auch weiter beschleunigen. Das ist super. Zack, zack. Das Ganze hat insgesamt
12 Milliarden Delta V. Alles gut. Autostrutten zum Heaviest Part. Autostrutten zum Heaviest Part. Und Autostrutten zum Heaviest Part. Ich habe das mit der Antenne gesehen, ne? Also alles gut. Wir nehmen erstmal so eine Normalo-Antenne noch mit. Eine reicht uns aber. Und dann nehmen wir noch eine. Gyrotron Microwave Beam Tüdelins. Eine länglichere mit. Nee. Ja, wir nehmen die gute alte High-Gain-Antenne. Die geht immer. Achso, die brauchen wir dann wahrscheinlich. Wartet mal. Da und. Zack. So. Sollte alles irgendwie passen. Flossen, ne? Ohne Flossen geht einfach nicht. Gerade bei so einer hochkritischen Mission. Im Moment, da sind die Wissenschaftsdaten drin. Okay, also die Wissenschaftsdaten können wir so oder so retten, aber. Wir wollen ja keine Touristen verheizen. So, zack. Zack. Gut, dann brauchen wir zu aller guter Letzt noch meine professionelle Undock-Ausrüstung. Habe ich schon die coolen? Ja, ich habe schon die coolen. Dann nehmen wir doch die coolen. Machen wir die da so ran. Gut, Monopropellant haben wir ja. Und dann schmeißen wir noch den Körbel raus. War ja klar, dass sich Jebediah da wieder reingeschlichen hat. So, und dann haben wir es eigentlich, würde ich sagen. Dann können wir von hier aus jetzt starten. Packen das in einen niedrigen Körbin-Orbit. Und dann werden wir das andere Ding über die 70 wieder ziehen, sobald wir an der Apoapsis sind. Und dann mit der Rakete hier einen Abfang machen, um uns die zu schnappen. That's it, pretty much. Mehr werden wir nicht tun. Dann docken wir das an, holen uns die Touristin rüber per Crew-Transfer. Und dann geht's ab nach Hause. Hitzeschild haben wir, Fallschirm haben wir. Müsst hinhauen. Okay, dann raus damit. Aufs Launchpad. Emergency-Start. Emergency-Start. RCS-Einstellung ist ein guter Punkt. Geht bei zwei Düsen zum Glück auch noch so ganz schnell. Ist es jetzt nicht wert, das zurückzuholen, weil wir müssen jetzt die 20 Düsen anpassen. Zack. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So. Gut. Geradeaus wollen wir fliegen. Was ist hier passiert? Media Circus 3 ist available. Das ist doch schön. Wo ist das andere Raumschiff? Das ist noch auf dem Weg nach oben. Das heißt, wir sind eigentlich ganz gut dabei. Ah, vielleicht sind wir sogar richtig cool. Und können's. Wir machen mal keinen Firlefanz. Ich fliege erstmal in Orbit hoch. In diesem Sinne 3, 2, 1, Notfallstart. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So, Vollgas. Ja, wir könnten auch einen anderen Körbel rüberholen, aber ich will lieber die Touristin holen und die mit ihrer eigenen Kapsel evakuieren. So, ich fliege jetzt erstmal so ein bisschen auf den Boostern. Dann haben wir ein bisschen mehr Sprit noch für den wichtigen Kram. So, das war zum Glück jetzt auch nicht so übermäßig teuer. Na komm rüber jetzt. Ein bisschen schnell sind wir. Naja, ist ja auch eine Notfallmission, ne? Gut, Höhe haben wir schon mal gut gekriegt. Über die Booster. Jetzt Haupttriebwerk und weg mit dem Booster-Kram. Und mal so langsam Gravity-Turn machen. Ist reichlich spät. Aber gut, dafür sind wir reichlich schnell. Das ist doch schön. Wir haben auch schon 16.000, 17.000, 18.000 Meter Apoapsis erreicht. So, jetzt kommt, wie gesagt, ein schnelles, spontanes Rettungsmanöver. Ich guck mal, wie wir sie am besten abgefangen bekommen. Dafür müssen wir halt einmal
Also entweder komme ich jetzt eh direkt hinter ihnen gut raus, dass ich das direkt mit einem Abfangmanöver in die vorhandene Flugbahn machen kann. Falls meine Delta wieder für ausreicht. Oder aber wir ziehen die Kapsel hoch nochmal mit RCS. Also die andere Kapsel, die große Kapsel. Und treffen uns mit ihnen, wenn sie das nächste Mal auf Kerbin zurückfallen. Eins von beiden machen wir. Was kann ich euch sagen, wenn wir oben im Orbit angekommen sind?